Ihr kennt es wieder, wir sind am Trekkingplatz Imsbach. Ich bin nicht alleine, sondern es steht wieder das alljährliche Outdoor-Buddy, ja, Mini-Community-Treffen an. Heute mit dabei der... Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Die haben mich gezwungen. Philipp? Ja, der Philipp, ja. Okay. Auch mit dabei. Hallo, grüßt euch. Thomas. Nummer 3 ist... Ja, servus. Grüßt euch. Jo. Gruß aus dem Wald. Nummer 4, der... Gute, Philipp. Der Wutwünstel. Servus. Und Nummer 5, und das ist mir eine ganz besondere Freude heute, ein langjähriger Abonnent von mir, der Michael. Michael servus. Albrecht. Langjähriger Abonnent von mir. Kommentiert jedes meiner Videos. Richtig geil, da freue ich mich immer jedes Mal drüber. Finde es richtig cool, dass es geklappt hat. Ich auch. Ja? Ich freue mich unheimlich, dich auch mal kennenzulernen. Ja. Und ja, was steht heute an? Fleischfest im Wald. Es gibt ein wunderbares Steak-Tasting. Ich habe geiles Zeug besorgt. Der Thomas hat noch geiles Zeug besorgt. Heute ist wirklich Fleischbeschau im Wald. Geil, ich freue mich. Jetzt bauen wir alle erstmal auf. Und dann geht's dann auch los. Kannst du ja hier. Nur das Feinste. Ja? Finde ich jetzt nicht. Boah, das ist 0,5. Ist das nur noch 0,5? Das täuscht, hä? Aus mal, 0,75. Mal gibt es auch mal die kleinen 0-Drittelschau, oder? Die sind ja, du meinst die Busfahrer heute. Auf euch. Ja. Prost. Prost. Was schöner Abend. Ja. Oh, das war gut. Sag ich doch. Genau. Das ist viel Ruhe halt, wenig Leute. Ne? Ja, die Berge bei uns. Wenn alles voll und besiedelt ist. Na, kannst vergessen. Ich war mal am Kochelsee unten, da bin ich um 6 hingefahren. Da war ein älteres Ehepaar aus Walkensee oben. Ich mach das nicht freiwillig. Ja. Um 6 in der Früh. Boah. Wir sind ja schon eine ganze Zeit hier, haben ja schon gemütlich ein Stündchen hier am Lagerfeuer gesessen, Espresso getrunken und ja, die erste halbe ist auch schon weg, oder die zweite halbe. Ja, jetzt machen wir gerade so ein bisschen Holzvorbereitung für den Abend. Da hinten haben wir schon ein Dreibein gebaut, da baumelt was dran. Was, das werdet ihr nachher sehen. Jo, Lager sind soweit aufgebaut. Erstaunlich viele Hängematten-Leute heute dabei. Ich in der Hängematte, beide Philips in der Hängematte, das ist der eine, das ist der andere da hinten. Zwischendrin der Tobi auch in der Hängematte, Thomas am Boden und der Michael auch mit dem Bodensetup. Die Feuer brennt ordentlich und dann fangen wir jetzt gleich an mit der ersten Runde der Fleischbeschau. Ja, bis gleich. Ja, aber. Sehr gut. Oh, guck mal, sogar zweimal. Oh. Und der Winkel. Das geht. Jetzt wird es aber schwer. So, ihr Lieben. Freut mich. Hoch die Tassen. Das ist eine Gin Wildberry. Prost.
Prost. Prost. Wer alles will, Tobi hat. Gang Nummer 1. Ein Iberico Secreto. Wir fangen mit Schwein an und steigern uns dann zum Rind. Ja, du warst zu schnell. Da waren ja weit genug drin. Du wolltest zu viel. Diese Sprüche, er ist mal rausgerutscht. Der ist mal rausgerutscht. Oh. Ja komm, ich mach das mal kurz mit. 60 Euro im Monat. Was hältst du für Hessisch? Ja. Jupan dann eigentlich Leid oder Leck? ich dachte, deiner wäre größer. Okay. Ich dachte, die Kürze ist der größer. Ja? Ja. Ne? Was ist das anderes? Bei dem geilen Fleisch hier gehe ich tatsächlich keine Kompromisse ein, um das irgendwie zu übergaren. Deswegen kommt so ein Fleischthermometer zum Einsatz. Hier von Inkbird ist das. Das IHT1S. Zeigt die Temperatur innerhalb von ein paar Sekunden an. Link in der Beschreibung und im ersten angefinden Kommentar. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut mal rein. Und jetzt gucken wir mal, wie weit die Temperatur ist. 45, die Temperatur kommt hoch. Also um die 55, 56 Grad wollen wir hier haben. Aber die haben wir hier, leider reicht ja gleich hier drin. Das ist schon durch. Aber ich glaube, das ist gleich so weit, ja. Ah ja, Effekt. Wirkt gegen Südpol. Aktiv gut. Mulch. Endlich normal. Genau. Jetzt können sie aber aufdringen nicht, oder? Und gar gerade. Hallo! Okay. Hallo! Ja, gut, das noch ein bisschen rosa, aber das ist okay. Ein Traum! Oh. Ach, schon der erste Fleischorgasmus hier. Das ist ganz, ganz fein. Ich mach das nicht mehr länger mit. Ja. Du musst mal noch fahren, denkst du? Du musst halt noch fahren. Ich muss noch fahren. Ja. Lecker. Wir verkaufen. Ja. Das kann man ganz gut essen, gell? Ist das saftig, ja? Freunde, Runde Nummer 2 wird eingeläutet. Hier ein Flapsteak. Wen interessiert, woher diese Steaks kommen? Ich verlinke euch mal einen Kanal unten runter. Vom Jörn Fischer, Barbecue aus Rheinhessen. Der hat die Fleischsprechstunde. Da erklärt er, wo diese ganzen Steaks überall rausgeschnitten werden. Und das wird jetzt erstmal gebraten. Alles gut, oder? Genau. Und ich spiele nur so vegetarisch lieber, aber Hauptsache nicht. Das wird aber auch. Also den mega. Von Buschbach und Nature. Runde 2, gerade verputzt. Jetzt kommt Runde 3. Skirt Steak. Hab aufgebildet damit. Für so einen gemütlichen Campingabend. So, Runde Nummer 3, das Skirt Steak ist auch fertig, kann noch ein bisschen durchziehen. Und das gibt's jetzt mit leckeren Philipp, hol die Zwiebel mehr. Oh, geil. Schön Balsamico-Zwiebeln. Ja.
Gänselipp, wie schmeckt's da dann? Hervorragend. Wunderbar. Und man die Stadt hat auch. Fast wieder her. Fast wieder her. Ja. Ich glaube, dort hat man ein bisschen mehr zu beißen. Die vierte Runde haben wir jetzt durch. Das war das Spider Steak. War ein bisschen durchwachsen, da ist so eine Sehne in der Mitte drin. Ein Stück hatte ich, was geschmacklich nicht so toll war, aber der Rest war super. Wie hat es euch geschmeckt? Fragen. Ja, einwandfrei. Einwandfrei, ja. Supi. War saftiger, ne? Ja, viel saftiger, ja, genau. Voller Fleisch gefahren. Ja. Gut. Und du bist mit Bumse dran. Ich bin mit Bumse dran. Erstmal zu Penny. Er stolpert zu spät durch die Nacht im Wald. Das sind die. Es ist das Hopfenfräulein mit Bier so kalt. Sau geil. Wo bist du, Mabes? Steak Nummer 5 liegt auf der Grillplatte, ein wunderbares Flanksteak aus Uruguay. Da kann er nochmal schaffen. Der Thermo. Super geil. Ich immer auf Hornbach. Guckt euch das an. Räumische. Ich hole mir gerade mich als erstes runter. So. Ihr bedient euch. Ich komme mit rum. Uah. Ganz ehrlich, bisher ist das Geilste. Oh, Flank ist geil. Dazu noch ein paar Kartoffeln, ne? Ein paar Bohnen, ja. Es nimmt hier einfach kein Ende mit dem Fleisch. Thomas hat ja eigentlich, er sollte noch ein 500 Gramm Steak mitbringen, damit wir so ungefähr auf 3 Kilo Fleisch kommen. Was hat er mitgebracht? Ein 2 Kilo Steak. Davon haben wir jetzt 500 Gramm etwa runtergeschnitten und das grillen wir jetzt auch noch so lange, bis dann das Tomahawk endlich gar ist. Ja, was ein schrecklicher Abend. Oh Mann, Mann. Geil, Alter. So Freunde, das letzte Steak dieses Abends, ein Tomahawk-Steak aus Irland, das hat jetzt 4,5 Stunden, 5 Stunden über dem Feuer gehangen. Phänomenal. Tomahawk, butterzart. Ich brauche mehr.
1.10 Uhr. Nee, 0.10 Uhr. Doch. 0.01. Ich habe noch nie nur Fleisch gegessen. Freunde der Nacht, ein schöner Abend geht zu Ende. Sämtliche Steaks sind verputzt. Das Feuer brennt gerade herunter. Einige sind schon im Bett, die anderen gehen jetzt gerade. Viertel nach rein. Das ist eine gute Zeit zum Schlafen. Ich sag gute Nacht, wir sehen uns morgen früh wieder. Ciao, ciao. Guten Morgen zusammen. Ja, wir haben es gerade 8:30 durch. Ein paar sind schon wach, haben schon Feuer gemacht. Habt ihr gesehen? Ich bin eigentlich noch ziemlich fertig. Wie gesagt, was gestern. Viertel vor zwei. Bis ich in der Hängematte gelegen habe. Schon lange nicht mehr so lange wach gewesen. Aber es hat einfach gepasst. War einfach ein wunderbarer Abend. Jo. Jetzt muss ich aber dringend mal raus. Die Natur ruft. So, bevor irgendwas wieder rein kann in mich, muss erstmal was wieder raus. Dann gehen wir mal hier Klohäuschen inspizieren. Ah, guck mal, wie geil das ist, der Sonnenaufgang heute Morgen. Der Wald hier in den Herbstfarben, richtig golden, mega. Golden Oktober. Ah, hier steht das Häuschen. Und da hocken sie alle. Das Treffen geht jetzt langsam dem Ende entgegen. Haben jetzt bestimmt noch ein Stündchen, anderthalb, hier am Lagerfeuer zusammengesessen, gefrühstückt, ein bisschen was. Hatten noch eigentlich Steak von gestern übrig, noch so 1,5 Kilo. Aber das ging heute Morgen irgendwie, wollte keiner mehr. Bei mir gab es dann noch ein kleines Süppchen, Philipp ein Porridge. Die anderen haben teilweise nur einen Tee und einen Kaffee getrunken. Ja, und jetzt, ich sehe das vielleicht im Hintergrund, schon der Abbau in vollem Gange. Lassen Sie aber schön Zeit. Und ich fange nochmal ein paar Statements ein. So, Herr Buschpraktikant. Ja, moin, Chef. Und? Warte kurz, ja, jetzt ist die Kamera scharf. Ja, genau. Also, und? Abbau. Fazit? Erzähl mal was. Underkilled von One Wind. Schön warm, aber vielleicht kommt jetzt an seine Grenze langsam. Ja. Aber Schlafsack war warm. Ich hatte ja noch Fell unten drunter. Also von daher war die Nacht ganz gut. Tab, super, schön groß. Gut geschlafen. Tipptopp. So, und Highlight gestern für dich? Highlight gestern für mich, das schwingende Steak. langsam schwingende Steaks. Das Essen war gestern absoluter Hammer. Also ich habe noch nie so eine Fleischorgie gefeiert. War richtig top. Hat Spaß gemacht. Gute Runde dabei, top Leute, gemütlicher Abend, gut geschlafen, geht noch besser. Alles klar, danke. Ciao. Ah ja, Philipp hatte heute Nacht den Underkill von mir, den Cumulus, den 300, den 340er glaube ich, der 360er heißt er.
Und Fazit? Ja, super warm, sehr gut geschlafen auf jeden Fall. Auch durchgeschlafen, ein Traum. Ja. Ja. Hast auch nicht gesägt, ne? Ja, kann sein, davon habe ich nichts mitgekriegt. Ja. Ansonsten Highlight gestern für dich? Ja, gestern Highlight auf jeden Fall. Ich würde sagen, das Tomahawk. Schön langsam an der Glut gegart, ja, und am Ende wirklich doch das Stück auf den Punkt. War sehr, sehr lecker. Ja. Cool, danke. Auf der unten Ebene, der Michael, der baut hier im Sonnenschein ab. Wahnsinn. Sag mal, wie fandst du das? Ein wirklich beeindruckendes Erlebnis. Also die Verköstigung vom Outdoor-Buddy und die angenehme Gesellschaft hier, das Ambiente, ihr seht selber die Sonne, ein Traum. Einwandfrei. Highlight für dich gestern beim Steak-Tasting? Das letzte. Das Tomahawk? Das Tomahawk. Okay. Das hat geballert. Das kann man. Aber es war so und so ein Traum. Interessant, so viele verschiedene Schnitte zu essen, angenehme Gesellschaft, gute Getränke. Was will man mehr? Wunderbar. Jo. Dankeschön. Thomas. Jawohl. Na, hi. Alles klar? Alles soweit prima. Gut. Richtig klasse. Gut geschlafen? Sehr gut geschlafen in meinem holländischen Armeezelt. War richtig angenehm die Nacht. Der Schlafsack war warm und ja, einfach eine tolle Aktion hier. Ja. Highlight für dich gestern, was war das Beste? Das Beste war natürlich die Steakverköstigung. Ja, welches davon? Ja, ich würde sagen, also durch die Bank weg hat mir eigentlich alles gut geschmeckt. Das war natürlich für mich das Highlight generell. Okay. Ja. Und ja, natürlich hier die Atmosphäre mit euch genießen. Richtig super. Sehr schön. Auch hier am Hang schon fleißig am Abbau. Philipp. Hi. Fazit gestern zur Nacht zum Steak Tasting. Was war das Highlight für dich? Wenn ich die Namen noch alle wüsste von dem ganzen Fleisch, dann wäre das okay. Ja? Das Tomahawk war sehr gut. Ich würde fast sagen, dass das so mitunter der Favorit war. Ja. Tomahawk. Aber es gab kein Gut und kein Schlecht. Es gab nur anders. Gut und besser. Ne? Ja. Ja, war alles gut. War sehr schön. Sehr schön. Ja, das Tomahawk ist natürlich ein absoluter Highlight gewesen. Klar, über 5 Stunden am Knochen, über dem Feuer gegart. Das war unten ein bisschen durch, ja, aber in der Mitte war es richtig schön geil, saftig, zart. Das Fett außen richtig schön angeknuspert. Eine geile Sache. Mir persönlich geschmacklich und von der Konsistenz finde ich tatsächlich aber auch das Flanksteak ein richtig gutes Stück Steak. Die anderen waren auch nicht schlecht. Hatten alle hier ihre Vorteile, ihre Nachteile, andere Konsistenzen. Kann euch nur mal empfehlen, euch mal auch abseits von Rumpsteak und Hüftsteak mal durch das Rind durchzuverköstigen. Ja, ich muss das auch mal abbauen, sonst gehen die Jungs gleich ohne mich los. Aber ich glaube, ich muss wieder runter, nochmal die Toilette aufsuchen. Das Steak will wieder raus. Platz aufgeräumt, Feuer gelöscht, Müll natürlich wieder eingesammelt. Die nächsten haben wir auch noch ein Feuerholz für nächste Woche. Jetzt geht es wieder zurück zu den Autos. Ich sage an der Stelle, danke bei euch fürs Reinschauen. Danke an die komplette Truppe hier, dass ihr dabei wart. War mir wirklich wieder eine Freude. Ja. Ja. Danke, Marcel. Also Daumen hoch. Von denen habe ich schon einen Daumen hoch bekommen. Und dann ab nach Hause. Ciao. In my rocking chair, I rode my buddy up the mountain.